Jo, hier ist direkt der Signaldetektor. Wie nah spawnt wohl jemand hier am Signaldetektor? Wie nah? Ich glaube, niemand näher als ich gerade, oder? Weiß man immer nicht. Und dann steht da gleich einer. Passt auf. Jupp, hier. Ich habe ihn schon gehört. Puh, Action. Oha, ein heftiger Gegner, der mich auch umläuft und alles. Ja, aber jetzt ist er abgehauen, weil jetzt habe ich ihn schon ganz schön hart verletzt. Er muss sich heilen, aber ich weiß ja nicht, wo er ist. Schwierige Geschichte jetzt. Wo ist er hingerannt? Jetzt wird da hinten irgendwo geschossen? Schade, dass ich ihn nicht hab killen können. Und wieder wurde ich gepinkt. Ich ping zurück. Er ist hier hinten auf der anderen Seite bei den anderen Gebäuden. Wir pingen nochmal den großen. Der andere ist hier. Lass uns den pushen. Aber lass uns Telefon rangehen. Okay, ist jemand ganz anderes, okay. So, jetzt muss ich gucken, wo war der? In dem Haus da oben, ne? Ja. Jemand bombardiert hinter mir ein Haus. Das ist bestimmt derjenige, der andere hinterm Straßeneck. Ich bin schon irgendwo ganz anders wieder hier unterwegs. Jo. Da war ein Hit. Da war noch ein Hit. Ist er im Haus noch? Ich glaube ja. Telefon ist jetzt erstmal keine Gefahr.
Ist er noch im Haus? Ja. Ist er noch? Ist er hier drinne vielleicht? Nee, ich glaube, er ist im Haus, oder? Die Hits waren noch von hier. Er ist bestimmt da oben. Wo ist er? Wo ist der Dude? Weg. Hier im Klo? Ja, im Klo, oh mein Gott. Oh, krass. Weiß nicht, wo ist das Foto? Keine Ahnung. Ich habe noch einen Ping, zum Glück. Hier echt in der letzten Ecke im Klo versteckt. Sehr gut sogar hinter diesem Sekretär hier noch, dass man ihn nicht so auf Anhieb sieht. Boah, dieses Telefon ist echt nervig penetrant, aber ich kann nicht rangehen. Ich habe ja noch ein Telefonduell am Laufen hier. Okay. Niemand ist beim Signaldetektor. Dann gehen wir jetzt wieder dahin. Abwurf kommt auch schon. Der nächste ist hier hinten, okay. Ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Er hatte schon gutes Loot dabei, er hatte ja auch eine blaue Kiste geöffnet. Mal gucken, was wir jetzt hier noch machen können. Abwurf liegt gleich auf der Map. Hier sind zwei. Also das halte ich jetzt hier für Fakes. Und das hier. Team hier zwei, glaube ich nicht. Ich glaube, hier ist auch ein Fake von. Und Telefon. Ja, wir sollten jetzt dann Telefon pushen. Obwohl da hinten jetzt auch noch gekämpft wird. Ja, gut. Oh ja, Telefon kommt. Okay, ich habe jetzt hier gar keinen Schutz auf diesem Feld. Ich muss mal eben kurz eine kleine Runde laufen. Weil sonst sieht mich Telefon direkt. Ich muss auf Solbergs Hof. Ah, okay, Telefon will zum Abwurf.
Na gut, dann. Dann hat Telefon gleich Abwurf. Zack, eingepackt. Okay, gut. Gut zu wissen. Ich dachte eigentlich, Telefon kommt mich pushen, aber nein. Vielleicht jetzt. Obwohl mit Abwurf auf Tasche. Ich glaube, Telefon haut eher ab. Nee, hier ist der Schatz nicht. Ich habe das Foto ja gesehen. Ich habe das Foto ja sogar noch dabei. Oh, Telefon wird jetzt hier raus wollen. Oh mein Gott, ja. Okay. Waffe weg. Richtung Exit. Die einzige Chance, die wir noch haben jetzt, ihm den Weg abschneiden. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob wir so schnell sind. Okay, ich müsste ihn jetzt sogar hier vorne, obwohl ich sehen. Oh, von hier nicht. Oh nein. Telefon ist auf dem Weg nach Hause, ins Exit. Ich habe leider keine Energie, kein Dingspen. Ah, hau Telefon ab. Wo ist das Telefon? Oh, das Telefon ist direkt hier irgendwo. Hier im Haus. Im Haus. Oh nein, Telefon hat Angst. Hat er die Tür zugemacht? Ja. Let's go. Ich dachte eigentlich, Telefon hat Angst, aber Telefon ist voll in Angriff übergegangen. Danke für dieses traumhafte Loot, mein Freund. Oh, herrlich. Das ist ja wirklich mega geil jetzt. So. Jetzt noch schnell Loot Management. Alles, was geil ist, einpacken. Pass auf, wir können Verband und das raus. Nahrung raus. Okay. Munition raus. Munition hier rein. Nehmen wir die über die Waffe noch mit raus. Abwurf liegt ja die ganze Zeit, ne, offen. Das ist auch nicht so gut, aber ich bin ja hier kurz vorm Exit. Aber nimm den mal jetzt. Pack den mal den Abwurf ein, dann ist er wieder unsichtbar. Oder? Er war ja nicht angezeigt, oder? Ich glaube nicht. Okay, jetzt aber schnell raus. Ist Tarnfeld drauf? Ja, ja, ist Tarnfeld drauf. Oha, geil. Stark. Das ist es. Das ist es, Leute. Wir haben es geschafft. Fünfzehntausender Beutelwert. Perfekt. Ja, hauptsächlich Nägel. Wieder mal ein richtig schöner Run über brutalen Brücken, beziehungsweise von den Brücken haben wir in dieser Runde gar nichts gesehen. Wir haben uns mehr im unteren Teil der Map aufgehalten, das war aber genau richtig so. Da rund um den Signaldetektor haben wir gut die Kontrolle über die Lage behalten
und uns am Ende sogar noch indirekt den Abruf geholt über den Telefonkandidaten. Das war schon wieder mal eine richtig wilde Runde, hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.